und okay, Präzision. Warte mal. So, ich kann zoomen. Warte. Zoomen oder halt eben... Ah, warte mal, so vielleicht? Ah, warte mal, jetzt kann ich doch drehen, oder? Ah, genau. Ah ja, so, ne? Wahrscheinlich. Ja, siehst du? Ey, das ist cool. Das gefällt mir. Oh, das macht Spaß. Das ist eine Leier. Immer die alte Leier. Ich hatte recht mit den Altären. Sie sind tatsächlich Tore zu weit entfernten Galaxien. Wie im Buch. Und dein Beitrag war von unschätzbarem Wert. Ich werde dich auf jeden Fall in meine Memoiren erwähnen. In deinen Memoiren? Du bist ja schon so alt, dass du deine Memoiren schreibst. Krieg ich das überhaupt mit? Wenn du meinst. Nein, komm, wir sind jetzt mal bescheiden, ne? Danke, Amit. Ich freue mich schon darauf, sie zu lesen. Und ich mich darauf, sie zu schreiben. Das ist erst der Anfang. Du findest mehr von diesen Altären auf dem Gelände und im Wald. Sie warten nur darauf, von einem würdigen Astronom entdeckt zu werden. Also ganz klar von jemandem wie dir. Und was mein altes Teleskop angeht, du musst es nicht zurückgeben. Behalte es ruhig. Das ist sehr großzügig. Danke. Ach, gerne. Es besteht aus Koboldglas und trägt eine Inschrift in Koboldogak. Ich spreche Koboldogak praktisch fließend, weißt du? Es kommt vor allem auf die Kehllaute an. Und das R muss locker von der Zunge rollen. Freut mich jedenfalls, dass dein Abenteuer erfolgreich war. Bis bald. Also, der kennt sich also mit Kack aus. Koboldkack. Yeah, Level 25. Woo! Ich habe aufgeholt. Ich glaube, Toda ist auch noch Level 25. Alter, ich habe aufgeholt. Toda und ich sind jetzt gleich auf. Immer schön, den Astronomieturm bei Nacht zu sehen. Ist das cool. Toda, ich bin dir dicht auf den Fersen. Übrigens, ich habe mir heute Lachgummi gekauft. Ich habe auch noch welche da. Aber ich habe mich heute doch für die Gummibärchen nochmal entschieden, weil die einfach gestern schon so geil waren. Hat Todi nicht weitergespielt? Ich glaube, Toda hatte gemeint, dass er momentan wegen Prüfungsstress nicht so viel schafft. Also Tests und Prüfungsstress nicht so viel schafft. Was ja auch sehr, sehr, sehr löblich ist. Und ich glaube, er wollte nächste Woche wieder ein bisschen mehr spielen. Wenn er die Zeit wieder dafür hat. Aber der wird sowieso aufholen. Das ist ja das Problem. Selbst wenn ich mal gefühlte fünf Minuten vor ihm bin, wirklich, also wenn ich jetzt wirklich was vor ihm sein sollte, dann hat er das in einem Tag nachgeholt. Mary, Dankeschön für den Follow. Vielen Dank. Dann wollen wir mal schauen, was wir sonst noch so machen können. Wir könnten nach Hogsmeade. Da kann ich auch meine Tiere verkaufen. Da ist nämlich auch noch eine Nebenquest für mich. Na, und da bei Schnabel und Brut, da kann ich mir Schnäbel und Brot kaufen. Brot, wie auch immer. Irgendwie komisch zu wissen, dass Dumbledore in dem Spiel ein Kind sein müsste. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Wie viele Jahre vor Hogwarts oder Hogwarts, wie viele Jahre vor Harry Potter Ära spielt das jetzt? Das habe ich schon wieder vergessen, also wie viel es wirklich ist. Achso, das ist wie diese Steingedönse. Das heißt, du darfst nicht weiterspielen, kannst Toda doch nicht einfach einholen. Oh, doch, ich will endlich mal Toda gegenüber voraus sein. Ich will nicht immer derjenige sein, der hinten dran hängt. Wenn man sich an einer Derecall-Feder sticht, tut das weh. Na gut, wenn ich mich an einer Spindel steche, dann stürzt meine PlayStation ab. Ellie Peck. Ah, willkommen 100. Bei Schnabel und Brut. Ich bin Ellie. Aber Dumbledore war doch nein, über 200 Jahre, oder? Ich habe keine Abraxaner-Haare mehr. Hat alles ein Händler in Ottery St. Catchpole gekauft. Musste es sogar persönlich liefern. Hat ihn nicht gejuckt, dass ich den Laden schließen musste. Anscheinend hatte er mal ein ziemlich schlechtes Erlebnis mit einer Lieferung von Wampushaaren. Muss ein amerikanischer Verkäufer gewesen sein. Hier gibt es ja gar keine. Wie auch immer. Was brauchen Sie? Mondkalbfell? Derecall-Federn? Ich habe immer Mühe, sie zu sammeln, weil dieser Vogel ständig wieder verschwindet. Freches Ding. Früher hatten wir auch Derecalls im Laden. Aber die Kunden verlangten immer wieder ihr Geld zurück, wenn sie nach Hause kamen und die Viecher nirgends zu sehen waren. Das ist aber irgendwie so sehr, sehr praktisch, oder? Ja, mein Tier ist einfach verschwunden. Ich will mein Geld zurückhaben. Dumbledore wurde 1881 geboren. Das Spiel spielt im Jahr 1880, glaube ich. Echt jetzt?
Also dann war aber 19. Jahrhundert, okay. Okay. Ich dachte, der wäre über 200 Jahre gewesen zu Harry Potter Zeiten. Okay, dann habe ich das falsch interpretiert. Das war wahrscheinlich, dann habe ich das wahrscheinlich verwechselt mit Nicolas Flamel. Das war doch der, der den Stein der Weisen erfunden hat. Und der hat ja, was weiß ich, wie viele Jahrhunderte gelebt, ne? Also der war ja wirklich sehr, sehr, sehr alt. 1890 spielt das. Ist ja fast das gleiche wie 1881. 9 Jahre. Oder 10. Egal, ne? Klingt frustrierend auf jeden Fall. Ich kann mir denken, dass das sehr ärgerlich ist. Da gibt es Schlimmeres. Die meisten Anbieter von Fupa-Federn könnten genauso gut im St. Mungo leben. Kein Wunder. Der Schrei dieser Dinger. Oh, aber so herrliches Gefieder. Dafür lohnt es sich fast, verrückt zu werden. Das Ganze scheint mir nicht ganz ungefährlich zu sein. Das können Sie aber laut sagen. Früher hielten wir Tierwesen selbst. Das Geschäft lief super. Aber das Murren meiner Eltern ging mir auf den Geist. Nicht meine Schuld, wenn sich wer einen Knieselfloh einfängt. Sie hätten sie hören sollen. Nein, nur noch Nebenprodukte. Aber ich muss sicherstellen, dass die Tierwesen gut versorgt werden. Bei manchen Interessenten kann man das nicht garantieren. Schauen Sie sich ruhig um. Das Angebot ändert sich ständig und nicht nur, weil dauernd was verschwindet. Am besten schauen Sie vorbei, bevor bestimmte Waren ausgehen. Was früher auch buchstäblich der Fall war. Danke, das werde ich. Gerne. Nehmen Sie sich ruhig Zeit. Und danke, dass Sie vorbeigekommen sind. Es war mir ein Vergnügen. Ja, ich würde mir gerne mal was alles angucken. Vor allem, weil ich Tiere zu verkaufen habe. Bitte, 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 bitte. Rein theoretisch müssten wir ihn als 7 bzw. 8-Klässler in Hogwarts sehen. Er wäre dann Erstklässler. Was? Was? Wie? Hä? Hä? ja, keine Ahnung. Vielleicht ist er ja auch drin. Vielleicht gibt es ja noch die Möglichkeit, ihn zu sehen oder so. Ich habe nichts dagegen. Einige von euch werden es wahrscheinlich schon wissen, beziehungsweise bitte nicht verraten, wenn es so sein sollte, weil ich bin der Meinung, ich möchte das ja selber rausfinden. und vielleicht hat der ein oder andere das Spiel schon durchgespielt und hat es auch noch nicht mitgekriegt. Und auch das möchte ich vielleicht nicht wissen. Ich kann mir halt vorstellen, dass es hier mit dem Hogwarts, mit dem Harry Potter-Universum gar nichts zu tun hat. Also das war meine Vermutung. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht durchgespielt. Aber meine Vermutung ist, dass es mit dem Hogwarts, mit dem Harry Potter-Universum, das Hogwarts-Spiel hier gar nichts zu tun hat. Dass wir hier keine Easter Eggs oder sonst was erleben. Es ist einfach eine andere Welt. Und Ende. So interpretiere ich das. Aber gut, ich lasse mich gerne überraschen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Es hat aber auch ein bisschen, es hat ja schon ein bisschen Parallelen, dadurch, dass man hier Weasley oder sonst irgendwas an Namen sieht. Das heißt, ein bisschen Zusammenhänge gibt es ja schon irgendwo. Und trotzdem glaube ich, dass wir hier nicht zu viel erwarten dürfen. So, warte mal, ich muss mich nochmal ganz kurz unsichtbar machen. Da ist eine Truhe, die will ich haben. Ich habe sie wieder zu Tode erschreckt. Oh, ich finde das immer noch so brutal, es tut mir leid. Ich will natürlich den Inhalt, aber es ist schon brutal, dass die Truhe dann immer stirbt. Die bewegt sich danach nie wieder. Ich bin so ein Monster. Okay. Hast du deine Tiertasche geleert? Habe ich doch gerade gemacht, oder nicht? Ich habe die doch gerade alle verkauft. Hast du das nicht gesehen, Ryan? Ich habe gerade alle meine Tiere verkauft. Alle. Alle. So habe ich aufgepasst. Ich sage, Ryan, was fällt dir ein? So passt du in meinen Streams auf? Was ist denn los mit dir? Mensch. Auf geht's nach Hogsmeade. Ich bin auch ein kleiner Potterhead. Ein paar Easter Eggs habe ich schon gesehen. Ja, so ein paar kleine Zusammenhänge. Ist natürlich auch eine coole Sache, oder? Ich habe ja auch nichts dagegen, ganz ehrlich. Ist nur meine Vermutung. Ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich habe per se da was dagegen. Nein, es ist nur meine Vermutung, weil halt eben hier vielleicht einfach ein eigenes Universum geschaffen wollen werden
wollte, halt, wie auch immer. Schwierige deutsche Sprache, ne? Ich habe manchmal auch Schwierigkeiten. Also ich glaube, man wollte sich hier halt ein bisschen abgrenzen und es nicht zu sehr das machen, was die anderen Spiele ja schon alle gemacht haben. Ich meine, wie viele tausende Harry Potter Spiele haben sie schon rausgebracht und jetzt wollte man hier halt einfach irgendwas Neues mal kreieren. Oh, bevor ich mit dir rede, muss ich erstmal deine Truhe stehlen. Den Inhalt deiner Truhe stehlen. Entschuldigung, musste sein. Hallo. Alles in Ordnung? Luelia, hallo! Mein liebes Mondkalbgeschütt wurde von Wilderern im Norden entführt. Teuflische Unholde! Ich wollte mich wehren, doch ich hatte keine Chance. Das mit Ihrem Mondkalb tut mir leid, Mister... Garnuff. Bloß Garnuff. Ich bin nur ein einzelner Kobold, nicht mal besonders mutig. Ich habe keine Chance gegen eine Bande elender Wilderer. Oh, meine arme Biscuit. Ich kann nur hoffen, dass ihr die Flucht gelingt. Oh, Biscuit. Jetzt habe ich Bock auf ein Biscuit. Oh, so eine Biscuit-Rolle. Oh, kann deine Biscuit vielleicht auch eine Biscuit-Rolle sein? Dann kann, nehme ich, dann rette ich sie definitiv und dann esse ich sie, wenn ich sie gegessen, wenn ich sie gerettet habe. Warum haben die Wilderer Biscuit entführt? Fast, ja, ich weiß das es geht nicht. Noch. Mondkalbdung ist der ideale Dünger für Zauberpflanzen, aber ich glaube nicht, dass die Wilderer begnadete Gärtner sind. Wer weiß, was sie ihr antun. Sie könnten sie auspeitschen, häuten, ausweiden und ausstopfen, nehme ich an. Oh, Biscuit. Okay, jetzt würde ich sie nicht mehr essen, jetzt klingt es irgendwie eklig. Ich stehe nicht so auf Innereien. Ein ungewöhnliches Haustier. Warum haben Sie sich Biscuit ausgesucht? Sie folgte mir eines Abends, wich mir nicht mehr von der Seite. Ich wollte eigentlich nie ein Haustier, aber jetzt kann ich mir kein Leben ohne sie vorstellen. Mondkälber gelten oft als dumme, einfältige Kreaturen. Aber Biscuit hat mir echten Charakter gezeigt. Ich würde sie weder gegen Hippogreif noch Hornschwanz tauschen, nicht mal gegen eine Gans, die goldene Eier legt. Sag mal, also so ewiges Gold? Ne? Ich meine, Biscuit geht's bestimmt irgendwo anders auch ganz gut, oder? Ich bin ein Monster, es tut mir leid. Ich habe tatsächlich noch nie so eine richtig krasse Bindung zu einem Haustier gehabt. Ich habe auch zwei Katzen, aber die Bindung zu den beiden ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, es beschreiben würde, so wie er es jetzt gerade getan hat. Also meine Bindung zu Tieren war noch nie so intensiv. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass manche tatsächlich das wirklich so intensiv spüren. Kann ich wirklich nachvollziehen, aber so... Soweit habe ich es irgendwie nicht kommen lassen, gerade weil ich vielleicht auch die Distanz wahren möchte für den Tag, an dem es irgendwann mal vorbei ist mit den Tieren, weißt du? Bis sie irgendwann mal sterben sollten. Oder sie einfach nicht mehr wiederkommen oder sonst irgendwas. Und vielleicht versuche ich da irgendwie so ein bisschen die Distanz zu wahren, damit es nicht ganz so schlimm ist, wenn der Tag kommt. Ich sehe mich nach dem Mondkalb um, Garnuff. Danke. Wären doch nur alle Hexen und Zauberer so nett zu Kobolden. Wenn Sie sie sehen und zu mir zurückbringen, belohne ich Sie auch für Ihre Mühen. Halten Sie die Augen nach ihr offen und Vorsicht, die Wilderer sind absolut skrupellos. Jetzt will ich eine Biscuitrolle, diese Quest geht mir auf den Sack. Ich fresse die ganze Gummibärchen und will trotzdem eine Biscuitrolle. Was ist los mit mir? Habe ich ja schon gesagt, dass mein Sohn vorhin zu Layla getanzt hat? Ja, habe ich gesagt, ne? Aber er wollte, dass ich mittanze. Ich habe auch mitgetanzt. Ich hätte es lassen sollen. Ich hätte nicht zu Layla tanzen sollen. Warte mal. Achso, erstmal auf der Karte wahrscheinlich am besten, oder? Wir müssen ganz da hinten hin. Oh Gott. Ganz, ganz da hinten hin. Oh je. Oh gut, aber da waren wir wenigstens schon mal. Ich werde draufgehen, wenn mein Krater stirbt. Siehst du, genau das ist nämlich das Ding. Wenn man sich halt eben die Bindung... Ich kann es nachvollziehen. Ich weiß, Beziehungen von Mensch zu Tier sind sehr, sehr, können sehr, sehr intensiv sein und so. Aber eben... Ich weiß, wie schlimm es ist, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Das habe ich tatsächlich schon mindestens einmal richtig intensiv erlebt. Bei anderen würde ich ja sagen, es war auch intensiv, aber vielleicht nicht so intensiv, wie es bei eben bei dieser einen Person gewesen ist. Leute, die schon länger bei meinem Kanal sind, wissen, wen ich meine.
ich weiß, wie schlimm es sein kann, dass man, wenn man jemanden verliert und wenn es jemand Menschliches ist. Und bei, wenn ich versuchen würde, die Tierbeziehung so groß aufkommen zu lassen, wie die Menschbeziehungen bei mir sind, dann hätte ich das Gefühl, dass ich damit wahrscheinlich nicht klarkommen würde. Also ist vielleicht auch hier wieder ein bisschen falsch gedacht, aber so denke ich halt, ne? Wilderer, Garnuff hatte recht. Ich muss vorsichtig sein. Ich muss vorsichtig sein. Petrificus Totalus. Ich werde es eh wieder nicht schaffen. Ich versuche wieder jedes Mal das Petrificus Totalus und dann geht's nicht. Wie gehe ich am besten vor? Ich will sehr, sehr behutsam vorgehen. Der eine ist auf jeden Fall schon mal, hat mir schon mal den Rücken gekehrt. Ich habe es gesehen. Wow. Okay, der steht da. Den kann ich Petrificus Totalus, oder? Komm, das geht. Das geht. Ein Tierwesen in der Falle ist das Beste überhaupt. Petrificus Totalus. Ja! Ich hab's geschafft. Oh, ich hab ihn nicht gesehen. Oh, Schwein gehabt. Ich will die gesamte Meute die Petrificus Totalusen. Ich weiß, es klingt voll scheiße, aber ich find's cool. Ich find das toll, voll toll, wenn man das so sagt. Petrificus Totalusen. Ups. Das mache ich nicht. Das war der Wind, der was kaputt gemacht hat. Oh, ganz schön viele, die gerade unterwegs sind, ne? Und die kümmert das gar nicht, dass hier gerade die Kumpanen, die sie haben, alle irgendwie verschwunden sind? Das kriegen die gar nicht mit? Das müssen die doch merken, oder sind die so selbstverliebt und mit sich selbst beschäftigt? Okay. Ja! Habe ich die gesamte Meute jetzt hingekriegt? Alter, cool. Ich habe gerade 4 ausgenockt. Das wollte ich erreichen. Einmal wenigstens. Ein komplettes Lager kaputt machen. So. Durch Sneaky sein. Ah, da ist noch einer. Also noch 2. Okay. Oh. Warte mal. Da muss ich ein bisschen abwarten. Oder anders laufen. Hm. Jetzt sind sie wenigstens ein bisschen weiter auseinander, sodass ich das hinkriegen könnte. Spannung steigt, Leute. Wird Toffi es schaffen, ohne gesehen zu werden, hier durchzukommen? Die Zusatzquest mit den Duellleistungen ist mir sowas von scheißegal. Mir ist meine eigene Quest viel lieber. Oh. Ja, der guckt zu mir. Warte mal, ich muss in die andere Richtung. Toffi, der Assassine. Ja, natürlich. War echt sehr traurig, als mein Schäferhund damals gestorben ist. Hab mit 2 bekommen und bin mit ihm groß geworden. Hat damals meinen Schlitten im Winter gezogen, ist gestorben, als ich 18 war. Aber dann war er ja an einem gewissen Alter, wo es halt irgendwo dann auch realistisch war. Ich finde solche Sachen dann halt einfach schlimmer, wenn es passiert, wenn es eigentlich noch zu früh ist. Ist vielleicht ein schwacher Trost, aber... Oh, warte hier. Habe ich sie alle kaputt gemacht? Ja? Sind sie jetzt alle down? Cool. Ich habe sie alle, oder? Ich will auch nochmal sicher gehen. Ich wollte das ganze Lager kaputt machen. Geil. Geil. Ich habe das ganze Lager hingekriegt. Cool. Ich bin stolz auf mich. Dankeschön. Hallo, Honora. Ich bin gerade fleißig und mache Mathe-Hausaufgaben. Ich kann dir leider nicht helfen. Ich bin eine Mathe-Niete. 1+1 kriege ich vielleicht noch hin. Flächenberechnung der Familie. Also sowas konnte ich relativ gut ab. Das hat mich so nie gejuckt irgendwie. Ist es egal, welches ich jetzt... Ob ich jetzt eins fange davon? Ich will die haben. Ich bin so ein Monster, es tut mir leid. Ich habe sie gerade befreit und dann stecke ich sie bei mir in mein Gefängnis. Ich bin so ein Monster. Ich kann Kohle mit denen machen. Das ist absolut wichtig.
mal, da ist noch ein Frosch. Der will auch noch mit rein. Ich bin so ein Arsch, es tut mir leid. Es ist kein Assassin's Creed, lese ich da auch noch gerade im Chat. Doch, wenn es die Möglichkeit gibt, darf ich das ja wohl machen, oder nicht? Guck mal hier. Ach, hier. Und jupp, und jupp, und jupp. Habe ich die Quest jetzt eigentlich erfüllt? Ja, nee, rette Biscuit. Das heißt, ich tue dir nichts. Gibt's irgendwo noch ein... Ach, muss ich vielleicht sogar wirklich Biscuit einfangen? Es ist ja rette Biscuit. Ist das noch hier drin? Es kann wirklich sein, ne? So. Ich fange sie eh alle. Na gut, Biscuit. Bringen wir dich zu gar nichts. Ah, siehste. Ich wusste wirklich das Richtige. Ja gut, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Ihr habt euch schon gedacht, ey Toffi, ey, geh mal weiter. Ey, du bist voll der Lappen. Mach nicht immer so langsam. Das ist scheiße. Wir wollen Gameplay sehen. Ich will sehen, wie du draufgehen tust. Oh, kennt ihr diese Menschen, die immer tust am Ende sagen oder tun? Kennt ihr die Menschen, die am Ende immer tun sagen tun? Warte mal, gibt's hier sonst noch irgendwas? Ich will nur auf Nummer sicher gehen, dass sie. Aha. Dass ich noch einen Schatz nicht finde. Erdwerbe, guten Abend. Ich find's toll, dass du hier sein tun, Erdwerbe. Und ich sowas kennen tun. Oh, das ist aber cool. So, geht's hier sonst noch was? Ah, guck mal. Ach hier. Rein mit dir. Du Kalb. Ich kann Kohle mit dir machen. Ich rette sie ja. Ich pass auf dich auf. Ich hatte einen in meiner Klasse, oder hat immer malen tu gesagt. Er meinte, das sagt man in der Schweiz so, dass man malen tut. Was machst du? Ich tu malen. Er hat Tomaten gemeint. So, ich glaube, das reicht, ne? Revelio. Nee, das sind noch mehr. Ich kann nicht gehen. Ich kann nicht gehen tun, wenn hier noch welche sind. Dann kann ich nicht gehen. Ich will sie alle haben. Ich brauche sie alle. Fangen sie dir alle. Molly, Molly, guten Abend. Oder überall so. S hinten. Hinter Pullovers, Messers. Oh Gott, das ist ja auch schrecklich. Oh Gott, das ist echt bitter. Okay, das ist echt fies. Da hast du jetzt was gesagt. So, wie viel Platz habe ich eigentlich noch? Mein Sack ist bestimmt das gleich voll. Professor Howe nie revelio. Ich fange sie ein. Rein da. Auas. Ich habe ganz viele Auas gehabt, ne? Als ich klein war, ich habe mir immer wieder auf die Fresse gekriegt und hatte ich ganz viele Auas. Aber ich hab die alle wieder verprügelt. Das waren solche Opfers. Tu mir mal die Messers. Omel, dankeschön für den Follow, dankeschön. Ich kann ja auch wieder fast travel, fällt mir gerade ein. Wir müssen ja gar nicht immer den Riesenweg gehen. Wir können ja auch fast travel. Hui. Das mit dem S mache ich ja mit Absicht immer. Hä, es gibt gewisse Sachen. Reisen erweitert den Horizont. Hä? Ach, das ist die Hauptquest. Kehre zu Garnhof zurück. Oh, das ist die Hauptquest. Ich habe die gerade verwechselt, ich Trottel. Oh, ich habe die gerade verwechselt, die Quest. Hupsi. Ich muss nach Hogsmeade, ne? Hupsi. Oh, die war fast... Hätte ich die fast versaut? Da muss ich nämlich hin. Oh, ups. Gelernt bei Yoda, du hast. Ja.
manchmal führen Tüte, Wege Tüte Deutsch du gekauft hast. Haben dir sehr geholfen. Haben dir sehr gehilft, Biscuit. Vielleicht auch besser noch. Garnov, ich habe Biscuit. Wirklich? Ist sie verletzt? Hat auf den Biscuit zu reden. Geht es Ihnen gut? Hm. Es geht uns gut. Chelsea Polga, Dankeschön für den Follow. Ich konnte sie problemlos retten. Ah, hallo. Ein Glück. Bei Wilderern rechne ich immer mit dem Schlimmsten. Ich kann es kaum erwarten, sie nach Hause zu bringen. No. Ich vermisse ihre anmutigen Tänze. Ah, so schön. Ja, ein bisschen zu tief, diese Freundschaft zwischen Mensch und Tier. Sie ist sicher bei mir. Oh, nein, das kann ich nicht. Ist von euch wirklich jemand so unmenschlich? Ist von euch wirklich so unmenschlich und macht dann irgendwie diese bösen Sachen hier zum Beispiel? Ich würde gerne Kohle haben dafür, dass ich das für dich gemacht habe. Oder sie ist sicherer bei mir. Ich behalte jetzt dein geliebtes Haustier. Wie böse muss man denn sein? So wäre ich nicht. Schön, dass sie jetzt in Sicherheit ist. Sie freut sich bestimmt, nach Hause zu kommen. How's the stream going? Very good. Oh, meine süße kleine Biscuit. Mein weißes, edles Mondkalb. Und hier ist ihre wohlverdiente Belohnung. Wie ich schon sagte, sie haben mir neue Zuversicht in die Zaubererschaft geschenkt. Sie haben mir einen Funken Zuversicht in die Zaubererschaft geschenkt. Schön. Biscuit und ich sind ihnen ewig dankbar. Ja. Ich möchte trotzdem immer noch ein Biskuit haben. Ich habe Hunger. So, dann gehen wir jetzt wiederum zum Laden, wo wir die Tiere verkauft haben. Denn wir müssen wieder Tiere verkaufen. Jetzt haben wir wieder so viele gesammelt. Jetzt muss ich auch hingehen. Lukas Longbottom, Dankeschön für den Follow. Vielen Dank. Was mir noch gerade einfällt ist... beziehungsweise, nee, stimmt, ich habe den Kommentar gerade gelesen. Da wollte ich noch drauf eingehen. Ich habe gehört, es soll ein Remake von den Harry Potter Filmen geben und Peter Jackson soll dabei als Produzent gegebenenfalls Regisseur sein. Ich habe auch von einem neuen Film gehört. Ich glaube, Vivian, du denkst da in gleiche Richtung wie ich. Ich habe gehört, dass halt dieses Theaterstück verfilmt werden soll, das ja quasi als indirekte Fortsetzung zu den 8 Harry Potter Filmen, /7 Harry Potter Geschichten, die über Bücher gewesen sind, kommen soll. Ich habe da auch schon gelesen, dass das irgendwie kommen soll, dieses Theaterstück. Dass es ein Remake gibt, halte ich für meiner Meinung nach für nicht so geschickt. Bestes Beispiel dafür ist das König der Löwen Remake. Könnt ihr euch daran erinnern? König der Löwen? Mega Hype um diese Realverfilmung für König der Löwen. Und sehr, sehr viele, ich sag nicht alle, aber sehr, sehr viele Leute haben gesagt, dieses Remake von König der Löwen ist absolute Scheiße. Weil es halt einfach nicht, das Feeling kam nicht rüber. Und Harry Potter hat halt einfach auch damals von dem Feeling gelebt. Viele haben damals die Bücher das erste Mal mitgekriegt. Die Bücher kamen in den 90ern raus. Und Anfang 2000 hat man den ersten Film erlebt. Das war halt noch bei uns allen in unseren Kinderschuhen. Es steckte noch in uns. Dieses Gefühl, ich bin mit Harry Potter aufgewachsen. Und das ist jetzt nicht mehr so wie früher. Ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn hat, jetzt noch eine neue Verfilmung zu machen. Die Filme sind nicht schlecht. Sie sind nicht schlecht gealtert. Sie sind ganz okay. Der erste und der zweite sind vielleicht nicht mehr ganz so up to date, aber sie sind echt gut noch anzuschauen, finde ich persönlich. Und von dem her würde ich jetzt welche nicht sagen, man bräuchte ein Remake. Das ist meine eigene Meinung, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ich weiß nicht mehr, was ich habe. Oh Gott, warte mal. Ich weiß nicht mehr, welches von den... Ob ich ein Weibchen oder ein Männchen bei mir in meinem Hofstab habe. Ich nehme mal Weibchen und Männchen mit. Ich kann es ja später immer noch verkaufen. Ich will ja ein Weibchen und ein Männchen bei mir zu Hause haben. Ich weiß nur nicht mehr, welches es war. Die Realverfolgung war schrecklich, vor allem die Bilder. Ja, also... Lauri, hallo! Die haben noch nicht gegrüßt. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Generell diese ganzen Neuverfilmungen finde ich unnötig. Ja, es gibt auch gute Neuverfilmungen. So ist es nicht. Jetzt muss ich mal zwar ganz kurz überlegen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Gibt es eine gute Neuverfilmung, die mir jetzt gerade einfällt? Ich fand zum Beispiel die Aladdin und die Schöne und das Biest-Verfilmung fand ich jetzt nicht schlecht. Ich würde sie aber auch nicht als wirklich gute Neuverfilmung bezeichnen, die die Welt gebraucht hat. Man hätte auch ohne die klarkommen können.
Ich bin jetzt im Überlegen, was war denn eine gute Neuverfilmung? Jetzt muss ich echt mal überlegen. Oh, scheiße. Jetzt fällt mir gerade spontan nichts ein. Es gibt, hundertprozentig gibt es eine. Mir fällt jetzt gerade spontan aber keine ein. Dschungelbuch fand ich viel zu düster. Ja, das war, vor allem die Musik hat halt gefehlt. So, also ansatzweise war die Musik da, aber es war halt nicht so richtig, ne? Was war, oh Mann, das nervt mich jetzt. Das lässt mich heute Nacht nicht schlafen, wenn ich jetzt nicht weiß, was ein gutes Remake war. Boah, dann müssen wir jetzt zu meinem DVD-Regal gehen und jetzt alles durchgucken. Kann man... Okay, das ist jetzt kein guter Vergleich. Ich fand Suicide Squad... Es wurde ja neu gemacht. Ich fand die zweite Version von Suicide Squad deutlich besser als die erste. Suicide Squad wurde zweimal verfilmt mit quasi der gleichen Geschichte. Die haben nichts miteinander zu tun, spielen auch gar nicht im gleichen Universum. Sie spielen, sind zwei einzelne Filme. Das spielt sozusagen quasi in einem Paralleluniversum. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Es spielen zwar manchmal die gleichen Schauspieler mit, aber hat nichts von den beiden zu tun. Aber ich fand den zweiten Suicide Squad, der viel später kam, fand ich deutlich besser als den ersten. Ich weiß nicht wieso, der Humor war einfach besser am zweiten. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade das Beispiel, was ihr hören wolltet und wäre jetzt auch nicht unbedingt das Beispiel, was ich nennen wollte, aber es fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Ne?